Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Es gibt Neues. Und zwar, es gab ein neues Update. Wie uns aufgefallen ist, sicherlich, das Ding war 2 GB groß. Einfach so aus dem Nichts unangekündigt. Es wurden ein paar Sachen verändert, hinzugefügt und so weiter. Vielleicht war es nur 2 GB groß. Ich sag euch gleich, woran es liegen könnte, dass es andere vielleicht nicht bekommen haben. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil es hat mit der Center Map zu tun. Es hat mit der Center Map zu tun. Jetzt bitte ohne das Aufstoßen nach dem Essen, weil ich habe auch gegessen. Und da, wenn man redet, hat man öfters dieses... Ne? So, die Center Map ist jetzt eine offizielle Map von Ark Survival Evolved und ist im Steam Shop als kostenloser DLC erhältlich. Und ich habe versehentlich auf den Reset gedrückt und jetzt ist alles so leise. Das ist besser. Da. So. Ja, ich habe alternative Shader verwendet, die das Spiel hat. Die SME4 Shader. Wer weiß, wie das funktioniert. Das ist Startparameter ändern und da kommt sowas. Die Wolken haben sich verändert. Ich habe die Wolken tatsächlich aus. Wie man hier vielleicht sieht, die Sky Quality ist auf 0. Und wenn ich die nach oben stelle, dann verändert sich nichts. Das war gerade nur die Blur-Qualität, die sich verändert. Und dazu gab es natürlich ein Update. Und zwar Improved Non-True Sky and Lightning Quality. Die SM4 Shader. Mac, Linux, Gedönse, bla bla bla. Auf jeden Fall, hier wurde die Performance angepasst. Sieht schöner aus. Und frisst kaum Performance. Also eigentlich gar keine quasi. Weil es ist, die Wolken sind nicht so voluminös, wie sie halt normalerweise sind, dass du durchfliegen kannst, nichts mehr siehst. Sie sind einfach, ja, weiter höher am Himmel geklatscht und sie sind quasi ein PNG, würde ich sagen. Ein schönes PNG. Dann, es gibt ungefähr oder um die 100 neue offizielle Maps, Server mit Center Map hinzugefügt. Und, Significant Server Physics Networking Optimization. Das ist das obligatorische, Server Performance wurde verbessert. Ja, sieht man ja, hat eben geleckt wie blöde. You can now pick up and toss dodos and dung beetles. Ich weiß nicht, was das Wort toss heißt. Ich werde es mal googeln, warte. Toss. Hat nichts mit der Toskana zu tun. Verpacken? Du kannst sie werfen, schleudern, emporwerfen, hochwerfen, knobeln, schwenken, wälzen. Ich brauche ein Flugtier. Irgendeins ist mir egal. Und ich brauche ein Dodo. Ist das toll? Ich wollte gerade sagen, wie toll die Performance geworden ist. Das ruckelt das hier wie blöde. Haha. So, Das war's nicht. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Warte, da steht nicht, dass ich das mit dem Vogel machen kann. Was ist das? Guck mich an, ich bin der Mr. Käfer. Ich werde dich jetzt zerkäfern. Oh Gott. Ja. Ich brauche ein Dodo. Ich brauche ein Dodo. Wo ist der Dodo? Ich glaube, der Dodo ist im Dungeon drin. Ich nenne es ihn jetzt mal Dungeon. Das heißt anders. Was ist das? Wie gesagt, mir wurden meine Sachen kaputt gemacht. Deswegen habe ich ein paar Dinos auf aggressiv gesetzt. So als kleine Überraschung, falls jemand mal das Gate aufmacht oder so, ne? Deswegen sieht das Ganze jetzt ein bisschen komisch aus. Wo ist mein Dodo? Ich brauche jetzt mein Dodo. Ich brauche ihn sofort. Da! Backpacker! Geht nicht.
Es kann sein, dass es daran liegt, dass das hier spezielle Dodos sind, nämlich die Backpack-Dodos. Und ja, höchstwahrscheinlich geht es mit denen einfach nicht. Naja, was soll's. Es geht mit Dodos. Dodos und Dangbibel. Fix the huge style lock when you transfer a bunch of items at once. Es wird nicht mehr stehen bleiben, wenn wir ganz viel hin und her packen. Der Tausendfüßler hat eine neue Funktion bekommen. Und zwar kann ich den auf Passiv lassen. Aber enable Turret Mode. Das heißt, die Dinger sind jetzt Auto-Turrets. Ja, kein Scheiß. Enable Turret Mode. Medium Range, Low Range, Lowest Range, High Range. Das sind jetzt Auto-Turrets. Das heißt, ohne sich zu bewegen zu müssen, können jetzt auf Leute, auf Gegner schießen. Das ist großartig. Das heißt, wenn man sich ganz viel davon packt und jemand springt die Tore auf, dann schießen die drauf. Das heißt, wir haben organische Auto-Turrets. Also neben den Pflanzen. Wir haben Tiere, die als Auto-Turrets dienen. Geht das mit den Dinos auch? Ich glaube nicht, weil da steht nämlich nichts von. Added Server Option to Override per Item Crafting Costs. Also anscheinend kann ich jetzt einstellen, wie teuer Sachen sein sollen. Added Server Option to Override Loot Tables for each kind of Supply Crate. Wir wollten ja einstellen, was in den Loot Crates drin sein kann. Und das ist jetzt tatsächlich gekommen. Darf ich mal das Ei einsammeln? Danke. Das hätte ich auch ganz gerne. Die haben ist warm. Nein, die haben es leider nicht. Okay. Aber ihr kriegt mal einen kleinen Foodbuff von mir. Ein andermal. Das soll mir jetzt zu lange. Wir brauchen Fleisch. Habt ihr Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Warum habt ihr kein Fleisch? Ich glaube, weil ich keins reingetan habe. Added Server Options to limit the number of members in tribes. Default no limit. Also ich kann einstellen, wie viele Spieler maximal in einem Tribe drin sein können. Ich bin überlegen, dass ich bin gerade ernst überlegen, ob ich das für den nächsten einsetzen soll. Auf maximal 5 oder 6. Das wäre irgendwie scheiße, ne? Raw Map now automatically shows the Minimap Textures of whatever level you're playing on, even with mod maps. Mal gucken, ob ich das verstanden habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, sieht man hier, dass hier ein minimales bisschen nicht entdeckt worden ist. Und genau dasselbe habe ich auf der großen Warmap. Mit anderen Worten, ich glaube tatsächlich, wenn du die Map nicht erkundet hast, sind beide unerkundet. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob das stimmt, ob hier sowas, ob euch sowas aufgefallen ist. Weil ich kann jetzt nur mutmaßen und nicht exakt sagen, dass es so ist. Ja, und das war eigentlich schon so alles. Ich wollte was nachgucken. Und zwar, man kann jetzt anscheinend die, Das ist cool. Das ist cool. Das gab es nämlich beim letzten Update und ich habe das nicht bemerkt. Man kann wirklich genau einstellen, wer was darf und wer nicht. Access Inventory Rank, Active Structure Rank, New Structure Inventory Rank, Rank New Structure Activate, Rank Right Pets Rank, Order Pet Ranks. Klasse. Das ist klasse. So, Delete Group brauchen wir nämlich nicht. Das ist cool, dass das geht. Man kann jetzt wirklich genau einstellen, wer was darf und wer nicht. Das gefällt mir ziemlich gut. Dann gibt es auch diese scheiß, ey, der hat meine Tiere geklaut. Nicht mehr, oder? Der hat mir meine Sachen geklaut aus dem Inventar. Ne? Da habe ich ein bisschen gestört. So, jetzt haben wir 10 Minuten lang nur Scheiße gebaut. Und das, was ich eigentlich vorhatte, haben wir noch gar nicht erreicht. Und zwar wollte ich eigentlich ganz gerne mal heute die Metal Glass Structures mal ausprobieren. Metal
Glas. Weil die haben wir ja. Wir brauchen dafür Glasmetal Smithy. Um die ganzen Sachen hier nutzen können. Nutzen zu dürfen. Das Blöde ist, die kosten einfach mal alle Zeug, ne? Glasmetall Wall, Glasmetal Wall. Das heißt, wir können es. Da ist ein rotes Symbol, aber ich verstehe nicht, was es heißt. Wie viele Glasmetallwände gibt es eigentlich? Ich wollte hier mich verarschen, das ist zu viel für einen. Ah, cool, einfach nur cool. Warte, was steht denn da? Metal Window Frame brauche ich. Basic Metal Stone. Achso, das ist, hier geht dann die Dingens los, ne? Das ist cool. Metal Glass Metal Stairs. Hübsch. Nun, wir wollen das jetzt mal bauen. So. Also hier oben der Haken macht die Ordner an und aus, ne? Für die, die immer wieder fragen. Die werden auch beim nächsten Mal trotzdem wieder fragen. Pass auf. Glass Metal Smithy. Was brauchten die? Metall und Kristall. Ist jetzt nicht so viel, aber doch ein bisschen mehr als erwartet. Ich glaube, Glas haben wir noch da. Metall auch. So ein kleines... Oh Gott. Wir werden nicht weit kommen, glaube ich. Ich glaube, da muss ich ein bisschen Kristalle farmen gehen. Ich guck mal nach in den... Wie viel kann ich noch tragen? Ja, so viel kann ich auch nicht tragen. Da ist noch... Okay, ich glaube, Kristall ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich würde ganz gerne... das da umbauen. Da, wo jetzt normale Glasscheiben sind, da will ich Metalglas reinmachen. Warum? Weil es stabiler ist. Warum auch sonst, nicht wahr? Dafür haben wir noch was drin. Ja. Warum ist da was drin? Ich verstehe es nicht. Dann mache ich die mal... dahin. So, das ist einfach mal ein Glastisch. Ja, auf so einen Tisch würde ich auch mit einem dicken Hammer drauf rumhämmern. Ist bestimmt sehr gesund für den Tisch. So, wir packen mal den ganzen Scheiß da rein und tragen mal den Mist rüber. Ich glaube, das trage ich lieber offscreen rüber, ne? Haben wir ein bisschen, Mann, ey. Ich krieg da rein die Eier, mein Gott. So, dann mach ich kurz einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Engram Points gelernt habe und die Sachen rübergetragen habe. Bis gleich. So, das Zeug ist mittlerweile besorgt. Ich hab nur kurz vorhin nicht zurechtgetragen. Mit Hilfe dieses kleinen schönen Quetzels hier. Und ja. Die Engrams habe ich noch nicht gemacht. Ich gucke erstmal nach. Unter Glas. Und zwar Wände brauchen wir, ne? Wände brauchen wir, die möglichst diese Form haben, auch die Optik behalten können. Oder, ich weiß gar nicht, welche wir nehmen. Ich muss sowieso gucken. Ceiling, nein. Ja, guck mal, wir können ein Glas machen, wo Glas drin ist. Oh Gott. Aha. Ja, die sehen jetzt alle nicht so aus, wie ich sie gerne hätte. Das ist schon ziemlich fenstermäßig, ne? Das ist halt Greenhouse. Und das ist halt, ne? Ich glaube. Wenn wir die hier kombinieren, könnte das ziemlich cool aussehen. Dann, was will die Doorframe denn haben? Greenhouse Doorframe. Habe ich das nicht gelernt? Sicher, dass das auch das Richtige war? Ich bin gerade irgendwie nicht ganz so sicher. Glass Double Doors. Two glass doors that provides entrance to structure can be locked for security. Das sind aber einfach nur die, die sind größer hier. Die sind, glaube ich, breiter. Doppeltüren. Ja, okay,
Ich habe absolut keine Ahnung. Es ist schon ziemlich krass, das hier alles. Es ist auf jeden Fall sehr hübsch anzusehen. Gar keine Frage. Da, Glasmetalltor. Door. Das habe ich gesucht. Wie viele brauchen wir? 4, 8. Sechzehn. 20. 22. Vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig, achtunddreißig, neununddreißig. Ich mache mal 40 Türen, ich mache mal 20 20, okay? 20 oben, 20 unten. Hallo? Kannst du bitte... Nicht? Okay, dann... Okay, wenn du meinst... Ich bin aber nicht einverstanden damit. Das war irgendwie gerade falsch. Structures, Metal. Ich kann 15 Stück machen. Was kostet das denn? Cementing Paste haben wir. Crystal Metall. Okay. Ich glaube, Cementing Paste geht uns aus. Dann hole ich mal kurz noch ein bisschen was. Am besten alles, was da ist. Einfach nur, um auf jeden Fall genug da zu haben. Ist ja echt noch. Hier ist noch Metall drin, ne? Also. Ich glaube, uns wird eher das Kristall ausgehen als das Metall. So, und ich bin wieder am Verdursten. Problem gelöst. Mir ist auch warm hier. Ich hoffe, wir kriegen da Season 5. Season 5 kriegen wir hoffentlich einen Platz, der angenehm ist von der Temperatur. So 15 Grad sollte nicht zu warm, nicht zu kalt sein. Ich bezweifle das übrigens. Dass wir so einen perfekten Platz finden. So, Strukturen, Metall. 78, okay, das ist genau die Zahl, die wir brauchen. Es ist ausreichend, auf jeden Fall eine Menge. Es kostet hauptsächlich Metall, aber es nimmt sich nicht viel zum Kristall hin. Okay. Zwanzig unten. Ja, komm, 21 ist auch nicht so schlimm. Und eine Tür. So, haben wir eigentlich noch mehr an Glas, was wir hier verbauen möchten? Ich glaube nicht, ne? Und dann sind die auf jeden Fall auch mal sicher, dass wir hier mal überlegen. Ich bin gerade überlegen, sollen wir die oben oder sollen wir die unten hin machen? Sollen wir halt dieses, sollen wir diese Form in der Mitte haben oder sollen wir oben das und unten das? Ich bin echt gerade überlegen gerade. Sieht beides gut aus, ne? Ein Problem gibt es da noch, ich weiß nämlich nicht, aber wenn da wirklich steht, dass, anscheinend ist es in beide Richtungen durchsichtig, okay, das ist voll in Ordnung. Da das hier die Hauptbase ist und da das Außen ist, da ist draußen. Aber ich glaube, ich bin dafür... Ich bin unsicher, auf jeden Fall bin ich gerade unsicher. Ich will beides am liebsten haben, aber ich weiß nicht, wie ich es am schönsten hinbekomme. Gucken wir uns mal die Doorframes an, weil die neu zu machen sind, glaube ich, am billigsten. Doorframe. Okay, die sind also in beide Richtungen durchsichtig. Ich habe nämlich mal bei Avengers gesehen, die hatten welche, die sind in eine Richtung nur durchsichtig und die andere nicht. Das hat mich irritiert. Ah, das hat was, ne? Das hat jetzt schon mehr Stil als vorher. Eine durchsichtige Tür ist schon was Feines. Vielleicht nehmen wir auch einfach eine andere. Gut, ich würde sagen, die mache ich oben hin und die mache ich unten hin. Ich probiere es erstmal aus. Okay? Seht ihr, das hier wäre eine Möglichkeit, oder? Ich glaube, das hier ist es, ne? Sieht mal beides gut aus. Mann, ey, sieht wirklich beides gut aus. Aber ich glaube tatsächlich, das hier ist es.
Ja, ich glaube, das ist es. Wir könnten noch abwechselnd machen. Dann hätten wir ein Muster, das cool aussieht. Ich schaue es mal kurz von draußen an. Es ist hier gerade so ein kleiner Overlord an Möglichkeiten. Und da will ich auf jeden Fall sicher sein, dass es halt das Richtige ist. Das Rechte ist es auf jeden Fall. Das Rechte ist es. Gut, dann wissen wir Bescheid. Das kommt wieder weg. Dann machen wir erstmal ganz gediegen. Die und... Ja, Mann. Das hätte ich ganz gerne offener. Ich gucke mal ganz kurz, ob noch irgendwas da ist. Ein Glas, das vielleicht besser wäre. Glas. Irgendeins, wo da... Die hier wären es. Verdammt, die wären es gewesen, ne? Aber... Ich möchte eigentlich... Glas, Wild... Ne, White Doors, okay. Tal White Doors. Das ist hier so interessant. Was ist das? Okay, ich schau jetzt mal die Dinger rein. Dann sehen wir hinterher, wie es aussehen wird, oder? Es hat so ein bisschen was von U-Boot gerade. Das gefällt mir nicht so. Ich bin überladen. Ich habe schon Glas und Metall. Ist es auch Metall? Keine Ahnung. Ah, ich nehme auf. Kann gerade nicht. So. Machen wir jetzt mal die obere Reihe fertig. Dann die untere. So, und wenn der Marvin was dagegen hat, dann soll er gefälligst online kommen und es ändern. Ich meine, er kommt ja sonst nie online. Ja doch, wobei, er kommt auf jeden Fall letzte Zeit wieder häufiger online als der Lukas. Der Lukas hat mal so eine Woche lang sich durchgeprügelt im Spiel und dann war er wieder ewig weg. Das ist halt irgendwie doof, ich weiß auch nicht. Ich habe da ein bisschen mehr gehofft, dass er ein bisschen länger bleibt. Aber leider nicht. Das war schade. So, na? Hab ich mich wieder verzählt? Ich hab's aber hart verzählt. Kann das sein? Wo hab ich mich verzählt? Gar nicht so viel, ne? Zwei oben. 2, 3, 4, 5 oben und 3 unten. Okay. Okay, krass. Habe ich echt hart verzählt. Metall. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3 für die unteren. Na, komm. Wir haben nicht ewig Zeit. Da, den haben wir. Ah, irgendwie haben wir schon ewig Zeit, ich kann ja schneiden. So wie dieses Geschnipsel, was ich gestern gemacht habe, ne? Auch echt viel Arbeit, überraschenderweise. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht häufiger so machen soll. Dass ich einfach spielen soll und eigentlich nur so den interessantesten Teil behalten soll. Weil so einfache Sachen wie Strukturen oder das Zeug dafür irgendwie wegzubringen, das ist halt... Ne? Das Eigenes. So, jetzt sind wir auf jeden Fall außen auch einfach deutlich mehr geschützt. Was irgendwie cool ist, nicht wahr? Ich weiß nicht, diese Löcher, die sehen eigentlich total scheiße aus. Die sehen voll scheiße aus, ganz ehrlich. Aber auch irgendwie wieder nicht, weil die Rubinform aus The Legend of Zelda sieht genauso aus. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt ein bisschen Farbe und versuchen das wieder einzufärben. So, das kann dahin. Und was war da? Was war da? Habe ich weggepackt, okay. Sprühpistolen, Farben, wo haben wir die denn? Da nicht drinne. Haben wir da was drinne? Da. Holy, ist es das hier? Ist es das hier? Ich weiß es nicht. Tangerin.
ein bisschen durchprobieren. Und dann brauche ich noch eine Sprühpistole, weil es soll auch wirklich gerne farblich einheitlich sein. Ich hoffe, die Gläser, die färben sich mit ein bisschen um. Das wäre echt cool. Ne? Das wäre cool. Aber da ohne Sprühpistole drin? Nein. Haben wir von Pink Raider eine drin? Von diesem Typi, dessen Namen ich vergessen habe. Tommy oder so heißt der. Nein, da ist nur die Farbe drin. Haben wir hier eine Sprühpistole drin? Ja, da ist schon eine. Okay. Und da steht 2. Dann, Rechtsklick zum Auswählen und mit den Zahlen einfach den hier allen machen. So, dann gucken wir mal nach, ob das die richtige Farbe ist. Ich glaube irgendwie nicht. Nein, ist nicht die Farbe. Ist es diese hier? Sieht richtig aus, ne? Okay, ich glaube, das ist sie tatsächlich. Gut, dann machen wir doch mal hier kurz ein bisschen Farbe ins Spiel. Oder wollte der den Boden vielleicht gar nicht gefärbt haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube irgendwie nicht, ganz ehrlich. Sonst wäre die ja gefärbt, nicht wahr? Ich meine, er ist ja ein kleiner Perfektionist, was das angeht. So, mit Steuerung kann man schnell wieder nachladen. Tatsächlich musste man gar nicht gedrückt halten, sondern so einmal ansprühen reicht aus. Und das Ding fährt sich ein. So, die hier noch. Tatsächlich, die Fenster, die färben sich mit ein. Das ist cool. So, ja komm, die kannst du direkt mitnehmen. Steuerung. Der noch. Reicht leider nicht so hoch. Das ist doof. Muss. Guck mal, ob ich Anlauf nehmen kann. Hui! Oh Gott, wie dämlich. So, kann man die Blumen einfärben? Das wäre irgendwie cool, ne, wenn man die Blumen einfärben könnte. So. Das ist noch nicht gefärbt. Ich glaube, das oben sollte gar nicht gefärbt sein. Doch, das oben sollte gefärbt sein. Das ist aber nicht gefärbt. Marvin, was soll die Schlamperei? Das kannst du doch besser. Normalerweise. So, so, so. So, so, so. Wir vergasen den kurz mit ein bisschen Farbe. Schmeckt den bestimmt richtig gut. Ah. Hm, Farbe ins Gesicht. Hm. So, ja. Die Base ist gelb. So ziemlich. Das sieht ja scheiße aus, ganz ehrlich. Aber der Marvin wollte es so haben. Der Marvin kriegt das dann auch so. 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 Sonst geht nicht, okay. Hier oben hat er was vergessen, das weiß ich noch. Das habe ich schon gesehen. Mal kurz in diesen Modus hier reingehen. Ja, genau, diese nämlich nicht. Weil die nicht gehen. Okay, kann ich die Farbe? Ne, die gehen nicht. Und tatsächlich, die Pflanzen, die gehen nicht alles, ne? Also die Struktur, wo die Pflanzen draufstehen. Ich gucke mal, ob ich hier von unten noch einfärben kann. Soll bitte alles einheitlich sein. Alles in schönem, leckerem Pissgelb. Da, jetzt geht's doch. Warum ist hier drin eigentlich alles schwarz? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Kann schon sein. Nee, kann gar nichts sein. Hallo, ich mache keine Fehler. Wer bin ich? Ich bin unfehlbar, ja. Ich bin hier professionell. Ja? Oder nicht? Sag, dass ich Profi bin. Ich brauche das. Und die Tür dann noch. So, wir kramen jetzt mal kurz eine andere Farbe. Weil jetzt bin ich gerade im Farbrausch. Und da, Black. Black is beautiful. Black ist das neue Black. Ich weiß, man sagt hier immer, irgendeine Farbe ist das neue Schwarz. Was irgendwie so gar nicht stimmt. Weil Schwarz ist Schwarz und Blau ist Blau. Und Blau wird niemals das neue Schwarz sein. Dafür ist Schwarz viel zu düster. So, so, da sind die jetzt gerettet. Und die Türen, die kriegen auch ihren ganz eigenen Look. Nämlich schwarz. Weil es auffällig ist. So.
So. So. Ich habe eine Idee. Wir machen den ganzen unteren Bodenbereich einfach schwarz, damit es auffällig bleibt. Oben leider nicht, weil... Da geht irgendwie ein bisschen das Gelbe verloren. So. Sieht ja schon scheiße aus. Ich glaube, es sieht schon richtig scheiße aus, ne? Richtig düster. Wobei alles andere wird da ein bisschen auffälliger, ne? Wenn wir alles hell machen und nur den Boden dunkel. Wobei es geht eigentlich, kriege ich klar, ne? Das geht eigentlich voll klar. Hallo? Ah. Hallo? Lex, danke, dass ihr wieder da seid, aber ihr seid jetzt nicht so gebraucht wie gewöhnlich. Ihr werdet eigentlich nie gebraucht. So, also der Trick ist jetzt einfach, alles dunkel zu machen und alles, was heller ist, fällt dann richtig krass auf. Ja. Sieht doch ganz passabel aus. Oben ist noch irgendwie alles farblich nicht ganz so angekommen wie geplant. So. Das Dach noch bitte schwarz machen. In der Hoffnung, dass alles, was hier oben schwarz ist, nicht so krass auffällt. Das wird niemals funktionieren, glaubt mir. So und so geht das auch. Es geht tatsächlich krass. Cool. Wir haben schwarzes Minigun-Tourette. So, dann machen wir wieder gelb. Ah, das war das hier, ne? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gucken kurz. Ja, genau, das war's sogar. Du, 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 du. So. Ja. Geil, unser Schwarz-Gelb ist zu Hause und nur die Tür ist noch standardfarben. Jetzt noch ganz viel, was schwarz gemacht werden muss. 2, 3, 4, 5, 6. So, die Tür muss noch geschwärzt werden. Soll ich den Boden? Ja, ne? Wenn schon, denn schon. So, ich bin Maler, Lackierer vom Beruf. Aber es ein ziemlich scheiß Beruf ist. Es ist so eigentlich der Hauptschulberuf schlechthin. Weil man dafür irgendwie überhaupt nichts können muss. Und irgendwie so alle Hauptschüler. Ah, nicht alle. Ich war ja selbst mal einer und ich bin keiner. Wie Maler Lackierer sind. Ich weiß nicht. Ich meine, es wäre es nicht. Seid ihr Maler Lackierer? Ich glaube nicht. Ihr seid noch Schüler, ne? Jedenfalls der größte Großteil von euch. So, den noch. Die Säulen würde ich ganz gerne standardfarben lassen. So. Jetzt haben wir hier richtig, richtig Optik drin. Oder ich habe einen in der Optik und das sieht alles total scheiße aus. Das ist mir nicht klar. Schreibt in die Kommentare, ob es gut aussieht oder nicht, ob es euch gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Doch 17 Uhr oder früher. Ja? Ah, da mag es man wegen Planet Side 2 Aufnahme, die wir heute machen wollen. Damit heute eine Folge rauskommt. Also heute ist mein Heute und heute, wo es rauskommt, ist heute, wenn die Folge erscheint. So, ich würde sagen, das war es dann und ich würde sagen, so, was ist sein? Ja, wir haben eine mäßig schöne, so, Metallstruktur Dingens. Ja, ich würde sagen, das kann man sogar fast so lassen, ne? So, ich hoffe, es passt ins Thumbnail, ist nicht so düster geworden. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.